Ich kann es kaum erwarten, heute neue Dinge zu lernen. Aber vorher muss ich mich noch um mein Aussehen kümmern. Du hilfst mir doch dabei. Oh, sieh dir nur dieses Chaos an. Ich muss hier mal aufräumen. Das wird schwer werden. Wow, das ist so cool. Oh, das ist Jack. Hi, Leute. Habt ihr mich vermisst? Oh, ich mag ihn so. Au. Huh? Wer ist denn da? Du siehst heute toll aus, Kitty. Oh, was machst du denn hier? Raus mit dir, du Freak. Ja, hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Ah, schon wieder? Lass sie in Ruhe. So ist es besser. Okay, Molly. Lass uns gehen. So, da wären wir. Für dich wie zu Hause. Ich wünschte, ich wäre auch so hübsch wie Kitty. Du musst mir dabei helfen. Ich weiß genau, wie man das macht. Hier, Kitty, Kitty. Das Abendessen ist serviert. Da bist du ja. Kannst du uns bei etwas helfen? Zuerst essen wir eine Kleinigkeit. Ja. Das ist lecker. Ich komme. Ich bin fast da. Ah, da ist die Stelle. An die Arbeit. Ha, jetzt komme ich. Wenn man etwas Leckeres isst, bekommt man mehr Ideen, oder? Ah, was ist denn das? Oh, stimmt. Das sollte helfen. Halt einfach still, Molly. Hey, ich bin hier, um dich zu vertreiben, Kumpel. Los geht's. Jetzt lass uns einfach eincremen. Diese Pickel werden nicht wieder auftauchen. Ja. Wir haben es geschafft, Abby. What? Guten Appetit. So, das Essen ist vorbei. Das werden wir ja sehen. Versuch doch, uns loszuwerden. Ha, du bist so ein Schwächling. Oh, so ein Loser. Ups, was ist denn das? Was soll das heißen, Loser? Oh, das geht einfach nicht. Das Lächeln von Hello Kitty sollte perfekt sein. Dafür sorgen wir damit. Oh, klar. Aufgepasst. Eure Zeit ist um. Oh, ist das dein Ernst? Du hast keine Chance. Oh, du wirst es bereuen, dass du dich mir in den Weg stellst. Tut mir so leid, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Heute nicht. Sieh dir das an. Das ist Zahnpasta. Damit bekommst du einen neuen Schwung ins Leben. Oh, wow, ich bin wieder perlweiß. Deine Reißzähne sind so gut wie neu. Ich sehe immer mehr aus wie Hello Kitty. Ja, was ist denn mit deiner Nase los, Molly? Komm schon, komm schon. Wir können das schaffen. Ganz ruhig, das tut gar nicht weh. Wir haben hier das Sagen. Leg dich besser nicht mit uns an. Oh, gut. Du gewinnst dieses Mal. Nimm deine Hände von mir. Sieht so aus, als wäre ich der Letzte, der noch da ist. Au, das tut weh. Lass uns das einfach wegwerfen, ja? Ist meine Nase jetzt perfekt? Ja, aber wir sind noch nicht fertig. Sieh dir nur all diese Mitesser an. Willst du spielen? Versuch mich zu fangen. Nein, du kriegst mich nicht. Hier bin ich. Oh, du entkommst mir nicht. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Du wirst mich nie los. Oh, das werden wir ja sehen. Ach ja, was wirst du jetzt tun? Naja, ich habe eine ganz besondere Superkraft. Ich esse total gerne. Ha, ich habe dich gewarnt. Ich sollte eine Diät machen. Und wir sind hier fertig. Deine Nase ist jetzt schön sauber. Das kann man von deinen Haaren allerdings nicht behaupten. Na gut, lass mich mal sehen. Friss mich nicht. Ich schmecke überhaupt nicht. Hilfe. Wir müssen schnell handeln. Tu etwas, Abby. Was ist denn das? Das wirst du gleich sehen. Du bist erledigt, Ungeziefer. Mach dich bereit für die beste Schaumparty deines Lebens. Oh, sieh dir nur diese Blasen an. Das macht so viel Spaß. Ups. Wow, hast du das gesehen? Nein. Was kommt als nächstes? Das wirst du schon sehen. Wie wär's, wenn wir dich ein bisschen aufmuntern?
Hä? Was machst du denn hier? Du brauchst ein Makeover. Perfekt. Du siehst aus wie $1 Million. Oh, vergiss auch nicht die Ohren. Was ist denn das? Das sind nur meine Krallen. Gefallen sie dir? Nein, wir müssen sie kürzen. Eine gute Maniküre ist sehr wichtig. Hast du Probleme? Ja, bitte, hilf mir. Okay, sofort. Ich werde mich darum kümmern. Mann, ist das Zeug lecker. Tada, perfekt. Wow, das ist unglaublich. Wir sind aber noch nicht fertig. Rosa ist die perfekte Farbe für mich. Das sieht so süß aus. Und jetzt geben wir dir ein paar echte Katzenpfoten. Oh, wow. Willst du etwas zu trinken haben? Ja, gerne. Es gibt nichts Besseres als eine leckere Schale Milch. Hast du wirklich ein Schnurrbart? Ja, er sieht doch süß aus, oder? Nein, es wird Zeit, dass du dich von den Lippenhaaren verabschiedest. Okay, ich bin vor Ort. Du brauchst meine Hilfe, stimmt's? Oh, wer ist da? Ich bin's. Und ich lasse nicht zu, dass du mich anrührst. Lass dich hier nie wieder blicken. Das sieht nicht gut aus. Aber wir geben nicht auf. Halt dich einfach fest. Die Spielzeit ist vorbei. Gib schon auf. Du kriegst mich nie. Du sitzt in der Falle. Das war's mit deinem Schnurrbart. Kannst du mir stattdessen ein Katzenschnurrbart geben? Ich versuch's mal. Du siehst toll aus, Molly. Miau. Jetzt lass uns ein bisschen herumspielen. Komm, machst du mit? Hey, pass auf, Molly. Das brauchen wir noch. Make-up ist kein Spielzeug. Mach dir keine Sorgen. Hier ist etwas, womit du spielen kannst. Oh, so weich. Jetzt kann ich mich endlich an die Arbeit machen. Dann färben wir mal deine Augen, Rosa. Wow, du siehst genauso aus wie Hello Kitty. Aber wir brauchen noch mehr Glitzer. Ja, du hast recht. Oh, und noch eine Sache. Oh ja, ich liebe diesen neuen Katzenstil. Geht's dir gut? Oh. Du verwandelst dich wirklich in eine Katze. Hey, tolles Timing. Das wird mein neues Outfit. Oh, Molly, du siehst unglaublich aus. Aber diese Dinger ruinieren meinen Look. Darum kümmere ich mich. Yeah! Die Party kann beginnen. Bleib stehen. Ich bin hier, um hier aufzuräumen. Nein, bitte nicht. Wir haben noch gar nichts gemacht. Warum können wir nicht Freunde sein? Sorry, aber ihr müsst jetzt gehen. Wer sagt's denn? So sauber. Es hat wirklich funktioniert. Jetzt verschwinden wir von hier. Komm schon, geh und nimm es mit der Welt auf. Ihr seht heute toll aus. Oh, aber wer ist denn das? Ich bin Hello Kitty aus deinen Träumen, Jack. Schön, dich kennenzulernen. Gehst du mit mir aus? Ich glaube, wir sind wie füreinander geschaffen. Natürlich will ich. Hi, du. Bist du bereit, meinen feurigen Kuss zu empfangen? Sieht so aus, als wäre die Antwort nein. Ein Glück ist der eiskalte Vampir hier, um zu helfen. Danke, April. Du hast mich gerettet. Naja, freu dich nicht zu früh. Ich liebe diesen kleinen Trick. Ah, kalte Cocktails sind mega lecker. Was fällt dir ein, dich mit mir anzulegen? Hast du etwas gesagt? Oh, wir werden schon sehen, wer am Ende gewinnt. Ich hab echt Hunger. Oh, das sieht lecker aus. Ich werde etwas bestellen. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Bin gleich wieder da. Blutlieferung. Oh, toll. Wow. Oh, so heiß. Oh, Mist. Ich kühle es einfach selbst ab. Hey, gib mir das sofort. Komm zu Mom. Oh, was war das denn? Hast du Probleme? Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Ich glaube, ich könnte doch noch etwas Eis gebrauchen. Oh, dieser Tyler, er ist so süß.
Hey, bleib da stehen. Er gehört mir. Hi, Tyler. Wow, keiner kann meiner feurigen Leidenschaft widerstehen. Du siehst toll aus, Sebi. Ha, pass bloß auf. Sei vorsichtig, der Boden ist nass. Ah, Hilfe. Du bist so peinlich. Ups, ich bin so tollpatschig. Oh, hier ist dein Lehrbuch. Danke für deine Hilfe. Dein Name ist Tyler, richtig? Ja. Was fällt dir eigentlich mit meinem Schwamm anzulegen? Ah, Feuer! Hey, wo willst du denn hin? Das hast du verdient. Sieh dir das an. Jetzt bin ich auch ein Vampir. Ist das ein Joke oder was? Ich hoffe, ihr habt bei euren wissenschaftlichen Projekten gute Arbeit geleistet. Oh, oh. Seht alle her. Eine Blutsynthesemaschine. Ihr müsst die Reagenzgläser nur ein bisschen erhitzen und... Wahnsinn! Das ist unglaublich! Du hast einen hundertprozentigen, perfekten Blutersatz. Absolut köstlich! Das ist unglaublich, Abby! Dagegen hast du keine Chance. Ah. Molly, du bist dran. Komm hier. Oh, was wäre, wenn ich einfach... Ich bin ein Genie. Wir sind alle gespannt. Oh nein, das ist eine Knoblauchfarm. Oh, was für ein schrecklicher Geruch. Toll gemacht, April. Du hast eine große Zukunft vor dir. Feuer und Eis vertragen sich nicht. Warum schubst du mich? Ich habe keinen. Und die werde ich auch benutzen. Ach komm schon, Abby. Das war doch nur ein Scherz. Sorry, April. Du kannst das Feuer jetzt nicht löschen. Oh, das war meine Lieblingskrawatte. Ups. Tut uns sehr leid, Mr. Wilson. Ihr beide. Ab in mein Büro. Räumt hier auf. Und zwar gründlich. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Wisst ihr, dass meine Oma mütterlicherseits ein Van Helsing ist? Wir fangen sofort mit dem Putzen an. Oh, ich hasse es aufzuräumen. Ich auch. Es ist so langweilig. Oh, dieses Fischchen ist so süß. Sieht so aus, als wäre ich ein bisschen zu weit gegangen. Oh, was würdest du nur tun, wenn ich nicht da wäre? Oh nein, wir haben ein riesiges Problem. Oh nein, Mr. Wilson ist wieder da. Das ist schon viel besser. Ich wusste, dass ihr es schafft. Wir müssen hier Beweise loswerden. Na gut, mal sehen. Ja, das habt ihr sehr gut gemacht. Ihr könnt gehen. Danke, bis später. Was? Oh, diese Blutsauger. Vampire sind modebewusste Wesen. Schaut euch unsere neueste Kollektion an. Wow, das will ich anprobieren. Es passt perfekt zu meinem feurigen Look. Nein, nicht du schon wieder. Ich habe es zuerst gesehen. Nein, hast du nicht. Doch. Oh, wo sind wir? Das sieht ja aus wie eine Modenschau. Ja, gleich werden wir sehen, wer von euch ein Supermodel und wer ein Loser ist. Diese beiden sind bereit, ihren Kampf bis zum bitteren Ende auszutragen. Ich glaube, wir wissen, wer gewinnt. Auf keinen Fall. Ich werde das nicht zulassen. Oh, das ist so peinlich. Wie geschmacklos. Oh, das ist furchtbar. So, jetzt zeige ich euch, was ich drauf habe. Hey, entspann dich. Wow, was für ein starker Wind. Sieht so aus, als würde es ein richtiger Schneesturm werden. Hatschi! Ist das eklig. Wie gemein. Das wird immer heißer. Du wirst verlieren. Ja, klar. Dann lasst uns die erste Runde beginnen. Was meinst du mit erste Runde? Nimm das, du Loser. Was fällt dir ein? Ah, ich hasse dich. Ups. Au. Das wird dich $14.000 kosten. Oh, das glaube ich nicht. Hey, was macht ihr denn da? Bumm, und das Problem ist weg. Aber das Kleid behalte ich. Eiscreme. Ich nehme ein Eis. Was?
Bezahle. Entweder $2 oder etwas Blut. Oh. Ah, schön. Toll. Ew. Oh, so lecker. Hey, das hat wehgetan. Aber Eiscreme macht alles besser. Oh, wie ich sehe, bist du heute fleißig, hä? Huh? Nimm einfach ein Eis und verschwinde. Kalte Speisen haben in heißen Händen nicht zu suchen. Hey, das ist nicht fair. Oh, das könnte ich mir ewig ansehen. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Abby? Oh, ich liebe diese neue Krawatte. Ah, oh, das werde ich dir heimzahlen. Meine neue Krawatte. Ich sehe, wir müssen das noch einmal durchgehen. Guten Appetit für mich. Die Talentshow fängt gleich an. Und Abby wird nervös. Dieser feurige Vampir hat einen unglaublichen Trick vorbereitet. Weg da! Sieht so aus, als ob der eisige Vampir es auch versuchen will. Es kann losgehen. Die Jury ist gespannt, was sie zu bieten hat. Tada! Unglaublich. Sehr gut. Hey, das war mein Trick. Nimm das, du Eiszapfen. Oh, wir hatten heute keine Feuershow auf dem Programm. Das geschieht euch recht. Oh, dir wird es sein. Du hast es so gewollt. Die Jury ist jedenfalls total beeindruckt. Du bekommst den ersten Platz. Hey, gib her. Nein, vergiss es. Ja, sieht so aus, als würden sich die beiden noch eine Weile streiten. Ein TikTok-Promi zu sein, ist schwieriger, als man denkt. Seht euch meinen unglaublichen neuen Tanz an. Was soll das heißen? Es gefällt euch nicht. Oh, was soll's? Sie scheint wohl heute schlechte Laune zu haben. Ich übernehme. Willkommen zu meiner Kosmetikstunde. Blaue Strasssteine sind momentan total in. Damit kommen deine Reißzähne richtig gut zur Geltung. Oh, du hast ja keine Ahnung von Mode. Misch dich nicht ein. Raus mit dir, du. Ah, das Licht. Es brennt. Das hast du die ganze Zeit geplant, was? Nein, stimmt nicht. Oh, sieh mal. Ich glaube, den Zuschauern gefällt es. Und eins und zwei. Hey, pass auf. Das Herz dieses feurigen Vampirs brennt vor Liebe. Diese Farbe ist einfach perfekt für jemanden, der so heiß ist wie ich. Ich bin bereit für mein Date. Aber es sieht so aus, als hätte Abby sich zu früh Hoffnungen gemacht. Ihr Schwarm scheint eine andere gefunden zu haben. Ah, tut mir leid. Ich wollte das nicht tun. Hast du einen Dollar für ein Mädchen in Not übrig? No way. Hau ab, du Bettlerin. Wie du willst, du Fiesling. Hey, pass auf, du Winzling. Hände hoch. Das ist ein Überfall. Nimm alles, was du willst. Tun nur nichts Unüberlegtes. Was wäre, wenn ich einfach... Wir haben es geschafft. Oh, diese fiesen Schurken. Wir sind die bösesten Schurken, die es gibt. Ha, klar sind wir das. Hast du das gesehen? Wer ist da? Du kannst es dir selbst ansehen. Was, aber wie hast du... Hi, hast du etwas Geld übrig? Oh, ich meine, könnt ihr bitte meine Eltern sein? Eltern? Wir wollen keine Eltern sein. Seid ihr sicher? Ich könnte eine neue Familie gebrauchen. Bitte, ich meine es ernst. Schon gut, Schätzchen, reg dich nicht so auf. Wer ist da? Oh, meine Lieferung. Etwas Blut ist genau das, was ich jetzt brauche. Ah, die sind leer. Das geht nicht. Oh, wir haben nicht einmal Donuts. Hier ist auch nichts drin. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich allergisch bin. Was mache ich denn jetzt? Oh, stimmt. Wie geht es dir heute, Schätzchen? Oh, ich habe nur ein bisschen Hunger. Denk nicht mal dran. Du kannst deine Eltern nicht beißen. Aber Dad, du machst ab heute eine Diät. Heute nicht. Das ist dabei der einzige Ausweg. Bis dann, Schätzchen. Pass auf. Ist
das der Joker? Ja, bin ich. Ups. Ha, endlich haben wir ihn in die Finger bekommen. Sieht so aus, als wäre das Abendessen. Danke für die Hilfe, Schätzchen. Gern geschehen. Du siehst toll aus wie immer. Was ist hier los? April, bist du das? Klar bin ich das. Ich habe eine Idee. Sag Cheese. Was ist denn, Mom? Es ist alles in Ordnung. Hey, Joker, schau mal. Unser kleines Mädchen ist nicht auf dem Bild zu sehen. Das ist ja unglaublich. Lass uns keine Zeit verschwenden. April, ab jetzt steigst du in das Familienunternehmen ein. Zeit für ein Verbrechen. Gut. Siehst du das Einkaufszentrum da drüben? Los, geh! Du wirst gerade von der unglaublichen April ausgeraubt. Oh, sieht so aus, als hätte ich den Jackpot geknackt. Das ist wie ein wahr gewordener Traum. Sieh dir nur all diese Sachen an. Mein Fehler. Naja, egal. Als Kriminelle kann ich alles tun, was ich will, oder? Das ist ein Überfall. Nicht unter meiner Aufsicht. Was ist denn hier los? Wer macht das? Das lasse ich nicht durchgehen. Ist das die Polizei? Hier ist ein Raubüberfall. Oh, seht euch das nur an. Ihr seid bestimmt lecker. Wen haben wir denn da? Hi, Teddy. Du kommst mit mir. Ah, schnell weg hier. Es ist nur ein Alarm. Wie auch immer. Da bist du ja, Schätzchen. Zeig uns deine Beute. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du hast. Sind das Spielzeuge? Wo ist die Kasse? Wir brauchen Geld. Oh, das darf nicht wahr sein. Da seid ihr ja. Ich habe nichts getan. Ihr seht ziemlich verdächtig aus. Was habt ihr da? Du willst dich doch nicht mit den größten Schurken der Stadt anlegen, oder? Ist das euer Ernst? Ihr seht eher aus wie Clowns. Ha, sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. Los geht's, Harley. Klar. Nimm deine Hände hoch und gib uns all deine Sachen. Das ist alles, was ich habe. Wir haben es ihm gezeigt. Ein erfolgreicher Überfall schmeckt sicher süß. Alles Gute zum Geburtstag. Hey, beruhigt euch. Jetzt geht's dir an den Kragen. Du hast nicht die geringste Chance. Das dauert nur einen Moment. Oh, das hättest du wohl gerne. Ist alles in Ordnung? Du bist erledigt, Joker. Mädels, ich bin am Ende. Aber ich durfte mir nicht einmal etwas wünschen. Diesmal hast du es wirklich vermasselt. Die Party ist ruiniert. Nein, Schatz. Du hast doch immer noch Geburtstag. Ah, tut mir leid, April. Mom, muss ich das ausleihen? Lass mich los, du geflügelter Freak. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Bist du bereit für Runde 2? Hey, was ist mit mir? Es ist meine Geburtstagsparty. Können wir nicht ein bisschen Spaß haben? Klar, Schätzchen. Oh, und hier ist dein Geschenk. Er sieht wirklich appetitlich aus. Hilf mir doch. Das geschieht dir recht, Fledermaustrottel. Ha, tja. Ich schätze, wir sehen uns irgendwann wieder. Das hast du toll gemacht, April. Mom ist so stolz auf dich. Gut, das sollte funktionieren. Ah, da bist du ja. Warte, ich bin gleich wieder da. Das hast du toll gemacht, Harley. Du warst auch unglaublich. Hey, das kannst du nicht haben. Spuck's aus. Böser Junge. Oh, du hast es so gewollt. Nimm das, du Monster. Oh, jetzt bin ich dran. Mal sehen, wie dir das gefällt. Oh, oh. Hey, Hilfe. Ich bin hier. Warte. Alles klar. Ich bin wieder da. Mom, was hast du getan? Gib mir meine Eltern zurück. Keine Sorge. Ich werde euch retten. Ein Glück geht es euch gut. Menschen sind kein Essen, verstanden? Du kannst nur Käfer und Würmer essen. Okay? Guter Junge. Oh, schau mal. Da ist eine Fledermaus. Lass sie uns fangen. Ja, Falltreffer. Autsch, das tut weh. Oh, das werdet ihr noch bereuen. Das würde ich gerne sehen. Ja, sei ruhig, du Zwerg. Wir erteilen ihr eine Lektion. Jetzt bist du ein echter Loser. Mom, was ist denn, Schätzchen? Ich bin ein Loser. Ich werde es denen zeigen. Nein, das sollte unser Mädchen schon selbst machen.
Oh, tolle Idee. Schau mal, wie viel Spaß wir jetzt haben. Hilfe! Schlag ihn direkt auf die Nase. Das ist eine ganz einfache Technik. Sieh einfach zu und lerne. Mach einfach eine Faust. So? Das ist ziemlich gruselig, Mom. Oh, gut, dann nicht. Joker! Oh, ich bin hier. Komm schon. Ein schöner rechter Haken. Genau so. Nein, du schaffst das schon. Ach ja? Sind Fledermäuse nicht eklig? Bist du dir da sicher? Dieser Typ. Fang an, mir meine Lektion zu erteilen. Sprich nicht so über Fledermäuse. Hey, Kumpel. Ist alles in Ordnung? Sag nie wieder gemeine Sachen über Fledermäuse. Ja, ich hab's kapiert. Das glaub ich nicht. Das ist ein toller Look für dich. Was hast du gesagt? Loser sollten nicht so gemein zu anderen sein. Kommt, lasst uns gehen. Sieht so aus, als ob die Luft rein ist. Was sollen wir jetzt tun? Wir klauen das Auto. Autsch! Wir versuchen lieber einen anderen Weg. Hey, was ist los mit dir? Mom, ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Okay, warte einfach hier auf mich. Ich bin im Auto. Mach die Tür auf, Schätzchen. Ich höre die Cops. Aber wie soll ich das machen? Es ist der zweite Knopf auf der linken Seite. Komm schon, April. Meinst du den da? Oh, oh. Oh, es hat geklappt. Ich schwöre, ich wollte das nicht. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich schätze, sie ist einfach kein Autotyp. Tut mir so leid. Es ist alles in Ordnung. Da bist du ja, du Blutsauger. Jetzt bist du dran. Ich bin hinter dir her. Alles klar, April. Bist du bereit? Dann fang! Ah, sieh mal, Mom. Ich hab ihn. Ich werde keine Zeit mehr verlieren. Bye-bye, Blutsauger. Ah, sie ist schon wieder entkommen. Zeit für den Notfallplan. Mal sehen, wie dir der Geschmack von Silber gefällt. Oh. Zeit für den zweiten Notfallplan. Bereite dich darauf vor, deinem Untot Lebewohl zu sagen. Oh Mann, es will einfach nicht klappen. Aber es ist noch nicht vorbei. Kaste mein Knoblauch. Jetzt bin ich dran. Heute ist einfach nicht mein Tag. Wer bist du denn? Ich kann Vampirjäger nicht ausstehen. Oh, guck mal. Ach, mach dir nichts draus. Ich lass dich heute nicht gewinnen, Batman. What? Oh. Wir müssen dein Dad retten. Ich komme schon. Hau ab, du Monster. Fass sie nie wieder an. Böse Fledermaus. Böse. Komm schon. Wir haben heute eine Party. Hey, vergiss mich nicht. Dem hab ich's gezeigt, oder? Das hast du, Dad. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich lasse euch nicht mehr so alt werden. Joker, bist du das wirklich? Wow, bist du bereit für weitere dunkle Taten? Aber was ist mit mir? Oh, du Armer. Wir kümmern uns auch um dich. Ha, du hast dich ganz schön rausgeputzt, stimmt's? Hey, hör auf mich zu schubsen. Hör du auf mich zu schubsen. Alles Gute. Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt um die Jungs kümmern. Wow, meine Mom hat einen tollen Geschmack. Jetzt werde ich meinen Schwarm beeindrucken.